Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, wieder in diesem Format heißt nächste bzw. das nächste Video zu meiner Sammlung ist dran und wir machen heute weiter mit Toner und da habe ich auch einiges da. Anfangen tun wir mit den größten Sachen, die ich habe. Ich habe einmal von Barbour den Thermal Tonic Essence, die Thermal Tonic Essence für alle Hauttypen, steht tatsächlich nicht immer drauf. Antioxidantien, Anti-Pollution, Moisture Sensitive und soll die Hautbarriere stärken. Genau, da bin ich auf jeden Fall mega gespannt drauf. Ich hoffe, dass ihr das ein bisschen sehen könnt hier. Es blendet leider sehr. Finde ich sehr interessant, bin ich mega gespannt drauf. Barbour, wisst ihr, ist toll und das hatten wir mal in der Barbour Box drin von Glossy Box. Und dann habe ich noch, das habe ich glaube ich tatsächlich mal selber gekauft, oder hatte ich das in der Box drin, von Bio Vegan Skin Food Organic Green Tea Face Toner für sensitive Haut. Also ich muss sagen, ich habe immer noch den Alcina Cleanser drüben und der hält immer noch. Der ist immer noch nicht leer und ich weiß nicht warum. Obwohl ich noch so viel davon da verwende, der hält mir jetzt schon so lange. Obwohl ich so viele Toner gerne testen würde, der wird einfach nicht leer. Ja, jetzt habe ich es dann geschafft und dann werde ich auf jeden Fall bald einen neuen raussuchen. Ich bin schon gespannt, welchen, aber der würde mich schon sehr interessieren. Und dann, der würde mich auch mega interessieren, von Clinique einmal einen Toner. Und zwar Clarifying Lotion Twice a Day Exfoliator. Das ist aber schon ein Toner, oder? Zweimal täglich Exfoliation 2. Klärende Gesichtslotion. Okay, also ist es eher ein Gesichtswasser. Okay, da muss ich mich auch nochmal drüber informieren. Ich dachte tatsächlich, dass das ein Toner ist. Aber kann ich ja eigentlich dann auch dafür verwenden. Ich verwende im Endeffekt einen Toner dazu, dass ich wirklich den ganzen Rest von der Schminke noch runterbekomme. Und das kann man, glaube ich, durch den auch gut ersetzen. Aber da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Clinique ist ja teuer und ja, gucken wir mal. So, dann habe ich hier eine große Schachtel, die auf jeden Fall sehr schön gefüllt ist und die ich euch zeigen will. Das erste, was ich hier habe, ist einmal von So Rose. Das ist auch länger her, glaube ich. Ich weiß aber gar nicht mehr, in welcher Box das drin war. So Rose, ich glaube, dass das in der Look Fantastic Box drin war. Ausgleichende Bio-Gesichtstoner mindert Rötungen und Hautirritationen aller Art, verfeinert das Hautbild 100% naturreines Rosenwasser, höchster Qualität, Stufe ohne künstliche Zusätze, parabenfrei und alkoholfrei. Ach, wusste ich gar nicht, dass ich doch einen Rosentoner hatte. Finde ich mega cool. Ich glaube, dass ich den dann als nächstes verwenden werde, weil ich will schon so lange Rosenwasser oder Toner oder was weiß ich verwenden. Also bin ich gespannt drauf. Dann finde ich mega cool und der hat auch echt einen coolen, so einen Pump-Applikator, seht ihr das? Und den habe ich gerade bei meinem Alcina-Produkt auch und bin echt am überlegen, ob ich die Verpackung einfach aufhebe und das weiterverwende. Und ich denke, dass ich den auch auf jeden Fall dann aufheben werde, wenn der leer ist. Und zwar von Rodial Dragon's Blood Cleansing Water. Micellenwasser mit Hyaluronsäure und Vitamin B3 für leichte Gesichtsreinigung. Finde ich auch toll. Der sieht einfach so mega interessant aus mit dem Rot auch noch. Aber ich glaube, da ist die Flasche rot, ja. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Dann habe ich noch einmal, das hatte ich ja jetzt in der Europun-Box drin, Aven Lotion Tonic Gentle Toning Lotion Dry and Very Dry Sensitive Skin. Ja, okay, also für meinen Hauttyp ist es schon mal nicht, weil es für trockene Haut ist, aber ich werde es trotzdem testen. Ich weiß aber jetzt nicht, was da drin ist. Leider kann ich euch nicht sagen. Aber es sieht auf jeden Fall mega interessant aus mit diesem Rosa. Mehr kann ich euch nicht sagen, außer dass es rosa ist. Dann habe ich noch von REN Ready Steady Glow Daily AHA Tonic. Das hatte ich ja jetzt zweimal im Adventskalender drin. Einmal größer, gerade im Sephora Adventskalender, einmal kleiner im Look Fantastic Adventskalender. Ich habe mir das größere behalten, das kleinere, das war so groß, also recht viel weniger war das nicht. Bin ich aber auch gespannt drauf, weil ich hatte von REN auf jeden Fall mal eine Creme und die war mega gut. Das war so die erste Creme, was ich in den Boxen drin hatte und die war echt gut, deswegen bin ich da auch sehr gespannt drauf. So, und dann war es das aber noch nicht, denn ich habe noch einen Toner und zwar von Now Bay Natural and Organic Origin Gentle Facial Toner. Anti-Aging mit Raspberry, Marshmallow und Marigold-Extrakt. Kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Also auf jeden Fall mit Himbeeren und Marshmallow. Ist bestimmt ein sehr süßer Duft und ich liebe diese Flaschen mit Holzdeckel. Wem geht's auch so? Ich liebe es einfach. Also da bin ich auch schon sehr gespannt drauf und das werde ich auf jeden Fall zusammen mit meinem, was hatte ich da? Gesichtswasser von Now Bay aufbrauchen, beziehungsweise mit Zellenwasser, bin ich schon sehr gespannt. So, das war es aber noch nicht. Wir haben noch einige Sachen mehr und zwar einmal, das hatte ich in der My Little Box auch drin, von Sanoflore Aqua Magnifica Anti-Imperfection Botanical Liquid Care Fresh and Purified Skin. Steht jetzt tatsächlich nicht mehr drauf. Ist es jetzt tatsächlich ein Toner? Botanisch klärendes Tonic gegen Unreinheiten. Unreinheiten habe ich jetzt zwar nicht so schlimm, aber ich glaube für meine Belange wird es auf jeden Fall eine Zeit reichen, wenn ich das auf Unreinheiten drauf gebe. Finde ich mega cool. Sieht auf jeden Fall auch mega schön aus vom Packaging, finde ich.
So, das war es aber noch nicht. Wir haben dann noch von Akaya nicht nur einen Charm, das, falls ihr das sehen wollt, in den letzten Videos, da hatte ich auch was von Akaya. Schaut gerne vorbei. Und zwar dieses Mal Tonic Vital A Daily Fresh and Balanced Effect. Genau, einmal den passenden Toner dazu. Ja, das spricht mich jetzt ehrlich gesagt von der Verpackung überhaupt nicht an. Muss ich ehrlich zugeben. Dann einmal von Caudalie Vino Pure Lotion Clear Skin Purifying Toner. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Das ist wieder aus dieser Weintraubenreihe. Vino Perfect Reihe, glaube ich, heißt die. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Wie gesagt, Caudalie ist eine tolle Marke. Dann haben wir noch von Pixi was. Und zwar einmal, das war glaube ich im Sephora Adventskalender. Oder war beides im Sephora Adventskalender? Ich hatte auf jeden Fall beides in dem Adventskalender drin. Ich weiß aber nicht in welchen. Und zwar Pixi Retinol Tonic Smoothing Toner. Smoothing Toner. Also der soll die Haut eben weicher machen. Und dann habe ich aber noch einen anderen, den zeige ich euch gleich mit dazu. Und zwar den Pixi Skin Treats Glow Tonic mit 5% Glycol Säure Exfoliating Toner. Also der soll für Glow sorgen und der, dass die Haut weich ist. Zwei unterschiedliche Toner. Bin gespannt, welcher mir mehr gefällt. Obwohl ich den mit Glow schon sehr interessant finde. Genau. Und das war's tatsächlich wieder mit dem Video. Das waren jetzt alle meine Toner. Da habe ich auf jeden Fall einige. Hätte ich nicht gedacht, dass ich da so viel habe. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich sehr freuen. Ihr könnt natürlich auch einen Kommentar da lassen, ob ihr eines der Produkte schon getestet habt und wie ihr sie findet. Würde mich sehr interessieren. Und ihr könnt mich natürlich auch kostenlos abonnieren und vergesst natürlich nicht bei den Gewinnspielen hier oder hier oben vorbeizuschauen. Lohnt sich auf jeden Fall immer bei mir mitzumachen und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüssi!